Ihr wisst ja, also, hier sind wir beim... Oh Gott, gib meinen Hammer wieder zurück. Gib meinen Hammer. Das ist das Kinderbett. Foto nochmal schnell machen. Das Kinderbett. Und wir haben beim Kinderbett 1, 2, 3... Ja, weiß nicht, wie nimmt man die? Irgendwas mit Spiel. Bibi-Drehding-Spiel. Und hier fehlt der letzte. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Fünfte fehlt. So. Aber jetzt, wir fangen jetzt an. Da habt ihr Spaß, ne? Fusi, da hast du Spaß, ne? Da habt ihr Spaß. So. Ben Hur, guten Abend. Und jetzt Ende Gelände. Ich sag erstmal viel Spaß bei Visage. Visage geht weiter. Und hatten wir, die Frage ist, hatten wir, achso, okay, so war das ja, hatten wir alle Spiegel gefunden? Ach genau, wir müssen ja hier noch das Ding finden. Also für die Leute, die jetzt auf YouTube dann zugucken, die nächste Session hat angefangen, eine Woche ist vorbei, Dex muss sich erstmal wieder einspielen in die Mechanik von dem Game. Wir müssen hier diesen, den Speaker oder wie das Ding heißt, den müssen wir finden. Den müssen wir finden. Und dann können wir nämlich in den Raum rein, der sich immer wieder wiederholt. Ihr wisst ja, da waren ja der Juhu. Kreuzraum. Die Sounds sind heute an. Das habe ich vergessen, irgendwie nicht richtig auszustellen. Fran, Dankeschön. So. Ich werde aber heute keine Namen vorlesen, Leute. Außer wenn es irgendwas Spezifisches passiert, dann vielleicht ja. Aber ich werde keine Namen die ganze Zeit vorlesen. Ich glaube, das wird dann sonst zu viel. War hier immer schon das Licht aus gewesen? So. Welche Lampe ist gerade durchgebrannt? Irgendeine Lampe ist doch gerade durchgebrannt. Nee, hier ist sie, glaube ich, noch nie drin gewesen, ne? Ömchen geht nicht in ihr Schlafzimmer rein. Das mag die, glaube ich, nicht. Nee, der Spiegel in der Ecke vom Schlafzimmer, das hatten wir auch schon letztes Mal versucht, das ging nicht. Das ist nämlich ein richtiger Spiegel. Das ist nämlich, hier gucke ich, kann gar nicht zuhauen. Ja, doch. Ja. Geht nicht. Das ist der einzige Spiegel, der nicht funktioniert. Das sind übrigens meine tollsten Bilder von professionellen Juhu. Shootingabend. So. Okay. Ich weiß nicht, welche Lampen mir mal kaputt gehen, aber ich habe bisher keine durchbrennen sehen. Ömchen ist auch nicht da. So. The question is, wo lang? Geilste Spiel. Oh, das Blut war. Ach, das Blut war ja immer schon da. Das war ja der Raum, den ich nicht beleuchten kann. Atemgeräusche. Hier ist ja irgendwas drin, was man nicht sehen kann. Hier ist irgendwas drin. Ich sehe es leider nicht. Das ist der Raum, den ich leider nicht verstehe. Da müssen wir irgendwie noch irgendwas rausfinden, was wir noch nicht rausgefunden haben. Hier gibt es nämlich irgendwie ein Rätsel mit den Uhren. Das müssen wir noch lösen. So, nochmal ganz kurz. Was haben wir noch nicht durchsucht? Welches Zimmer, welcher Raum? Waren in der Garage vielleicht. In der Garage waren wir nicht so intensiv. Nesti, nein, ich probiere keine Zahlen aus, die ich nicht weiß, wo ich die her habe. Deswegen mache ich das nicht. Das hat da sonst keinen Sinn. Ich muss das ja so erspielen, dass ich das als Spieler, als meine Hinweis, ja, dass mein Spieler, ich jetzt, das auch weiß. Ich habe ja diesen Hinweis noch nicht gefunden. Das sind also keine Spoiler-Sachen sagen, die ich noch nicht wissen kann. Hier ging es nochmal zur Garage, ne? Hier geht's zur Garage. Hier haben wir unseren Raum. Opa, hier leckt es ein bisschen. Hier haben wir den Kiefer. Und hier haben wir
Dolores. Ah, nee, das war nicht in dem Raum, ne? Das war nicht in dem Raum, sondern in dem anderen Raum, wenn man von oben runterfällt. Das sieht ein bisschen anders aus. Kiefer, und hier müsste was hin und da müsste was hin. War der Spiegel gerade eben schon hier, Leute? Kevo, ja, da war ein Spiegel, genau. War der Spiegel eben auch schon da? Oder letztes Mal schon da? Oh ne, jetzt glaube ich nicht kaputt, oder? Oh, und dann haben wir letztes Mal aufgehört und da war der Spiegel die ganze Zeit vor der Nase. Oh, bring me my child. Das ist hier, bring mir... Oh, fuck. Grusel-ick. Ey, das ist Grusel-ick. Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine Nabelschnur. Kann das sein? Oder soll sowas ähnliches sein? Guck mal hier, direkt. Wie lange gespielt? Keine Ahnung. Kurze Zeit und zack, haben wir den Raum gefunden. Oh, Baby, das tut mir so leid. Oh, Sekunde. Sekunde, Sekunde. Ich weiß nicht warum, aber mein Kerl wird hier gerade ganz, ganz wild. Ganz kurz, Leute. Was hat denn der für ein Problem? Darf der nicht da drin sein? Okay. War der... Ist der Spiegel gerade beim Vorbeilaufen aufgetaucht? Oder beim Drehen? Oder ist der schon die ganze Zeit da? Sind die Spiegel immer da oder kommen die nach einem Fortschritt immer? Den habe ich nämlich noch nicht gesehen gehabt. Sag mal, ist denn... Oh, das ist irgendwie... Interagieren. Was soll ich mit dem Hammer interagieren, oder was? Der war die ganze Zeit da. Warum habt ihr mir das denn nicht gesagt? Oder habt ihr das jetzt gerade gesehen? Hält eine Kugel in der Hand. Möchtest du... Okay, ich nehme das mal in die Hand. Oh Gott. Oh Gott. Mein Kerl wird gerade ganz, ganz wild. Sekunde, Leute. Der wird ganz wild. Was hat denn der für ein Problem, ey? Die Musik ist auch gar nicht gut gerade. Dem geht's gar nicht gut. Sein Hirn wird angezeigt. Hab ich... Ja, jetzt gehen die Lichter schon aus. Ich habe auch keine Pillen. Ach, der hatte ich... Eine Vorwärts? Ah, Junge. Muss ich hier noch was machen? Nochmal rein. Jetzt, hör doch auf! Ich kann hier nichts mehr machen, ne? Ach komm! Mein Kerl wird gerade ganz wild. Oh Gott. Oh, die Tür ist schon zu. Komm, beruhig dich. Beruhig dich, ist alles gut. Alles gut. Ja, beruhig dich, beruhig dich. Komm, hier ganz viel Licht, guck ins Licht. Ich glaube, das ist gar nicht gut. Mein Hirn wird unten angezeigt. Das hat mir bisher in den ganzen Folgen nicht einmal gehabt, dass wir so ein das Hirnzeichen so stark hatten. Das ist kein gutes Zeichen jetzt. Jetzt kommen nämlich die ganze Zeit irgendwelche... Ja, ja, ich weiß, dass mein Verstand kaputt ist. Ich weiß es, aber hier ist doch Licht. Oh fuck. Oh fuck, Leute. Oh. So fängt es nicht gut an. So fängt die Folge nicht gut an. So fängt die Folge gar nicht gut an. Ist es gut? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. La 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 la. Alles gut. Alles gut. Hier ist Licht. Hier ist Licht. Mann, was ist los? Oh, der Tischchen. Wann hat die sich denn gemeldet? Oh nein, ey. Oh.
beenden, zurück zum wir machen Folgendes. Ja, ja, freut ihr euch, ihr Schweinebacken. Wir machen Folgendes, wir laden das nochmal. Leute, wir laden das Spiel nochmal, gehen da nochmal richtig runter. Warum zum Dreiteufelsnamen kriegt ihr denn so einen Horror da unten in dem Babyraum? Oh. So. Warum ich jetzt hier... Hier war, glaube ich, noch irgendwo Pille. Pille? Waren hier keine Pillen? Nee, das war in dem anderen Schlafzimmer. Ach, Mist. In dem richtigen Schlafzimmer waren die. Ist egal. Wir haben jetzt... Wir wissen, wohin. La, 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 la. La, 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 la. Mir egal. Kannst so viel kaputt machen, wie du willst. Ich weiß, wo ich hin muss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Kerl geht's jetzt schon wieder schlecht. Alles gut, komm, beruhig dich jetzt hier. Fängt scheiße an, Leute. Eine Glaskugel. Na, 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 so. Okay. Lade, lade. Achso, das Spiel wird auch hier gespeichert. Alles gut. So, dann nehmen wir jetzt direkt das Kügelchen. Komm, ja. Komm, 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 komm raus hier. Der wird hier ganz übel, ganz schnell. Oh je. Das ist gar keine gute Sache. Jetzt komm, beruhig dich jetzt mal. Alles gut. Alles gut. Jetzt gucken wir mal. Was ist denn das Untersuchen? Vielleicht findest du in der Garage was? Hey, sag das nochmal. Nochmal. Ich habe es nicht so schnell lesen können. So. Was ist denn gerade? In der Garage. Okay. Hatten die immer schon diese Hinweise gehabt? Dass ich jetzt direkt in die Garage gehen muss? Hast du Pillen? Hast du Pillen? Hast du Pillen? Pillen! Yeah. Na toll. Hätten wir das... Ich weiß nicht, wie nah wir eigentlich jetzt beim Ziel sind... Omi? Omi, bitte jetzt nicht. Wie komme ich denn da unten eigentlich jetzt hin? Ich brauche Schalterlicht. Nee, das ist das falsche Licht. Oh, ist aber dunkel da unten. Hallo? Is there anybody? Scheiße. Hä? Jetzt, okay, okay, okay. Hey, warum habe ich denn jetzt schon wieder so ein rotes Zeichen? Was ist denn mit dem falsch? Alles gut, komm. Beruhig dich. Das ist doch dein eigener Keller. Das ist dein Scheiß, den du hier unten hast. Die hat, glaube ich... Ah, jetzt habe ich das verstanden. Weißt du, das ist doch immer, wenn die Frau schreit, jetzt räum deinen Scheiß in der Garage auf. Da hat er Angst vor, in die Garage zu gehen, weil er den Scheiß hier aufräumen muss. Wie mache ich das Ding denn kaputt? Zerschlagen. Wieso kriegt denn jetzt schon wieder roten Kopf wie ein rotes Hirni? Hä? Ich verstehe es nicht. Hier ein Teppichmesser. Da ist ein Holzhammer. Ja, komm, hau drauf. Kann ich das irgendwie so nutzen? Nee. Irgendwie gefällt mir das irgendwie gar nicht, dass hier so diese Tür so einen Spalt offen hat. Uah. Gut. Hier vielleicht. Hier kann ich was interagieren. Ah, okay, okay, okay. Wir können das hier draufschrauben. Okay. Ah, ah. Oh. Ich habe doch einen Hammer. Warum mache ich das nicht mit dem Hammer? Kann mir das mal jemand erklären? Der kriegt schon wieder ein Hörni. Hallo? Ich stehe doch voll im Licht. Was ist denn mit dem kaputt? Irgendwie, heute ist der anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal, der hat schon wieder... Das ist unfair. So? Jetzt, ich stehe doch eigentlich jetzt. Hm. Oh je. Was habe ich denn dann bekommen? Untersuchen. Zettelchen ist das. Was war das?
Ey, nee. So, nochmal. Wie kriege ich das auf? Umdrehen, drehen, drehen, drehen. Lesen. Ah, weiß. Jetzt haben wir einen Hinweis. 6 Uhr, 3 Uhr 30, 12 Uhr 30. Ja, 12 Uhr 30. Und die Teller. Aha, gut. Ich weiß ganz genau, dass jetzt Mama kommt oder Oma kommt. Dolores, wir sind Freunde. Ich mochte dich schon immer gern. Ist das eigentlich meine Schwiegermama? Oder ist das meine Mama? Zum Glück ist der Hinweis ganz nah in der Nähe von unserem Quest, von unserem Rätsel. Da müssen wir wenigstens von einer Seite des Hauses bis zum anderen rumrennen. So, also, ich muss mal gucken, ganz kurz nochmal. Was war das? Mit E gucken und dann war das mit so aufmachen. Also, die erste Uhr ist 6 Uhr, 3.30 Uhr und 12. 6 Uhr? 6 Uhr? 3 Uhr. Ich mach mal lieber den langen. Den langen. So. 3.30 Uhr. Und 12 Uhr. 12 Uhr. Ich war schon wieder auf 6 Uhr. Nee, 6, 12.30 Uhr war das. 12.30 Uhr. So. Kurzzeitgedächtnis lässt grüßen. Mit den Hinweisen geht das auch. Ich weiß noch nicht mal, ob man mit den Lösungen, die man sich irgendwo aus dem Internet sucht, weiterkommt, wenn der Charakter das gar nicht weiß. Das ist eine Frage. So. Wollen wir mal gucken. Das sind die Köpfe. Kopf rechts, Kopf links und in der Mitte irgendwas. Keine Ahnung. Was war das? Ein Wildschwein war das, glaube ich, noch gewesen, oder? Oder so? Also den machen wir mal gerade. Kopf rechts, Kopf links. Ah. Hat sich was geöffnet? Ich muss ja eh drücken zum so. So. Okay. Hier sind die drei Kronen, nicht Kronenleuchter, die drei Kerzenhalter sind auch abgebildet und Fenster. Gibt es in dem Raum Fenster? Gibt es in dem Raum Fenster? Ah! Stimmt, hier gibt's Fenster, habe ich gar nicht drauf geachtet. So, gucken wir mal. Auf, zu, auf. Ach komm, dem geht's wieder nicht gut. Komm, ist das hier gut? Ist das gut, das Licht? Reicht das aus? Auf. Auf. Ah. So, mal schnell wieder Licht tanken gehen. Und jetzt noch mal ganz kurz das Rätsel. Ich habe irgendwie Angst, dass die hier reinkommt. So, dann hier noch mal. Upp. Links, rechts keine Kerze, Mitte Kerze. Gut, wir haben ja eine Kerze. Fuck, ich sehe nichts. Oh, fuck. Wir machen das so. Habe ich die jetzt draufgelegt? Was ist denn das für ein Scheiß hier?
Nee, falsches Ding aufgelegt. Hier. Okay. Huch, die Tür ist weg. Oh fuck, die Tür ist weg. Die Tür ist weg. Oh. Boah, ich habe Angst, dass sie jetzt um die Ecke kommt. Huch, hier ist offen. War das gerade eben auch offen? Hä? War das eben auch offen? Kann ich die Kerze anmachen? Nee. Oh, weil du brauchst die Hände auf, Hände frei. Einmal das. Oh, weil wie war es nochmal mit dem Ding schmeißen? Oh, ich muss das immer. Das. Da liegt der Hammer. Hoffentlich kriege ich den nachher wieder mitgenommen. Interagieren. Das Babyfon! Also eins. Ein Babyfon. Ja, Hinweis in der Dunkelheit. Ja, der Kerl ist ja einfach zu langsam. Warum brauchten die eigentlich zwei Hände dafür, um eins zu nehmen? Drehe ich mich im Kreis? Ist der Raum jetzt weg? Ist der Raum weg? Ja, ja, ja. Ich stehe wieder irgendwie im Dunkeln. Ist das gerade dunkler geworden oder habe ich irgendwie nur das Gefühl, dass es hier dunkler geworden ist? War das nicht eben heller? Nee, der Raum ist noch da. Die Kerze könnte ich eigentlich mitnehmen, ne? Ich habe aber gerade keinen Platz mehr. Wenn man die Rätsel, die Hinweise gefunden hat, dann geht das auch. Dann klappt es. Das macht dann auch Sinn. So, Babyfon. Wo war der Raum nochmal? Mit dem unendlichen Raum oder unendlichen Flur. Im Badezimmer oben, ne? Oder? Im Badezimmer oben. Oh, er hat gerade geladen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Lieblingsort, ja, kann man sagen, mein Lieblingsort im Haus ist, was, warum, ist eigentlich immer die Küche, auch im echten Leben. Da ist man in der Nähe vom Kühlschrank. Und irgendwie fühle ich mich hier immer so richtig heimisch, sobald ich hier in der Küche stehe. Oder 33. So. Was ist los? Was ist los? Was ist passiert? Warum? Da habt ihr gesehen, das ist voll rot geworden. Warum? Was ist denn? Hä? Ist da wer? Ist alles gut? Warum wird denn das alles so schnell... Ach, das ist ja schon auf. Den muss ich ja nicht aufschlagen, ne? Oh, ist das dunkel. Warum ist denn das so fucking dunkel? Hä? War die Musik letztes Mal auch schon so? Komm, mach mal Tür zu, jetzt hinter mir. Mia. Das wäre mal was. Ich würde sogar mal ein Spiel auf VR spielen, aber erstmal habe ich keinen Platz für das richtige VR. Also der Raum, eine Bewegung, da habe ich mir in die Hand gebrochen. Und zweitens sind die auch zu teuer. Für
für die zwei, drei Games, die ich dann spielen würde. So, keine Ahnung. Muss ich jetzt drauf drücken? Geht das Ding von alleine an? Ich muss weiter. Oh, machen wir uns kurz. Ah, ich kann das doch ausstellen. Okay, ich muss das Ding fallen lassen. Ach, das andere Ding muss ich auch mal wegtun, oder was jetzt? So, ehrlich? Nee. Keine Ahnung. Wir hatten noch mal einen Raum, den wir schon begangen hatten. Einer war doch richtig, oder nicht? Oh, das Rauschen, ich will's. Oh, ganz ehrlich, Leute. Rückwärts bin ich mal gegangen. Ja, kann ich mal wieder versuchen. Der Hammer ist gerade nachgeflogen gekommen. Oh, das Rauschen, Jungs, ey. Und ihr lieben Mädels. Irgendwo hatten wir mal... Bitte... Ich will das Rauschen nicht mehr. Fehlt mir noch irgendein Hinweis? Ehrlich? Oh, warte, ich mach das Ding mal aus. Oh, Jungs, ey. Jetzt habe ich gedacht. Ja, die Uhren sagen alle. No, no look, no time. Wir sind zeitlos. Aber letztes Mal haben wir irgendwas geändert hier. Das muss doch jetzt funktionieren, ganz sicher. Aber irgendwas habe ich letztes Mal gemacht. Das ist ja irgendwelche scheiß Hinweise. Hier, mach mal hier das hier an. Komm, mach. Irgendwas habe ich getan. Juhu! Sehr schön. Muss ich das erst aktivieren? Das erste Teil, meint ihr? Das erste Babyfon? Oh, Türen. Es ist so fucking dunkel geworden. Ey. Warum ist denn das jetzt so düster? Das war doch vorher nicht so schrecklich. Düstel. Ich habe den Hammer vergessen. So, hier. Muss ich das erstmal starten? Haben wir aufstehen.